Lebens gehört dazu etwas, was wir reden ja von Vergangenem, etwas, was vergangen ist, das Habsburgerreich. Frage an die Herren, ihr selber erinnert euch ja nicht mehr, aber vielleicht aus Erzählungen von den Eltern, wer von den Vätern war bei den Kaiserjägern, ich weiß, der Foto von Sepp ist bei den Kaiserjägern aktiv gewesen. Hast du Erinnerungen an die Zeit? Ja, bis nein. Ja, Erinnerung ist ja insofern, mein Vater ist ja 1880 geboren, drei Jahre aktiv Dienst gemacht an der Jahrhundertwende und ist also bei dem Krieg ausgebrochen, ist er ja schon 35 Jahre alt gewesen. Beziehungsweise, weil der italienische Krieg ausgebrochen ist, schon 36 Jahre und 35 Jahre. Mein Vater ist ein kaisertreuer Mensch gewesen, wie er sie wahrscheinlich auf dem Land und weiter im Land alle sein gewesen. Und hat bis an sein Lebensende nicht über Kaiser kämmern lassen. Und umso fanatischer ist er geworden, weil die Italiener in Österreich einen Krieg erklärt haben. Das ist wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel gekommen und das hat er nie verdaut, nie vergessen. Und ist dann ja später eingezogen worden, erst beim italienischen Krieg. Und ist dann noch ganz kurz in Gefangenschaft gewesen. Und seitdem hat er, also für ihn war ein Abgrund, ein unüberwindlicher Abgrund zwischen Altösterreich und Italien. In keiner Weise zu überbrücken und so weiter. Der Kaiser Geburtstag hat am Zürcher Hof im Hotel gewesen, vor dem Ersten Weltkrieg eine riesen Rolle gespielt. Das war der 18. August. Am 18. August ist drei Tage im Hotel nur gefeiert worden. Gefeiert mit Festessen, mit Reden, mit Musik, mit Feuerwerk, mit allen möglichen. Und die Krone war dann eine Eisbombe, also mit also Gelati, was das Deutsch. Die war aus Vanille und Schokolade, also in den Farben des Kaisers, gelb und schwarz, wenn es sein soll. Also das hat sich fortgesetzt bis an den heutigen Tag. Und wir feiern heute Albenau, am Posthum feiern wir heute Albenau im Hotel den 18. August, also einen besonderen Feiertag. Er trifft merkwürdigerweise mit Ferragosto so halbwegs zusammen. Und dann ist dem zu wollen nicht so für andere Leute nicht so auffällig, was uns aber nichts ausmachen würde. Seine ganze Anhängung, also Anhänglichkeit war dem Kaiser gegenüber und er hat also auch die neue Gesetzgebung in keiner Weise geduldet. Dass also ein Gastwirt, ein österreichischer Gastwirt plötzlich ein Befehlsempfänger geworden ist, mit 100 Zetteln, sein Nowhere-Wein, die Großteil, und Lizenzen für alles, und heißt sich hier sogar, und Karten spielen, und mit Karten spielen, und Schnaps, und Wein, und alles, alle Lizenzen, das hat er mit akzeptiert. Und hat auch nie eine Schnapslizenz aus Opposition genommen, in seinem Betrieb. Und da vielleicht gibt es später die Gelegenheit, da ist eine ganz lustige Anekdote. Über den Schnaps, aber das ist jetzt nicht so die Diskussion, vielleicht später. Also ich kann nur sagen, also ich heiße Treue, die war so groß geschrieben bei allen älteren Leuten und die war unüberwindlich. Frage an die anderen Herren, wie ist denn bei euch mit der Kaiser Treue gewesen und habt ihr Erinnerungen dazu? Ich habe schon eine kleine Erinnerung. Gut. Mein Vater und meine Mutter sind ganz österreich treue Leute gewesen. Der Kaiser ist immer an über alles gegangen. Und die Umden, der Sepp hat ja praktisch ja schon die Anschauung der Leute und das Empfinden der Leute, die von uns da halt sein, das ganze Volk, die ganze Bevölkerung, der Gemeinde oder des Dorfes sein, alle Anhänger Österreichs selbstverständlich gewesen. Aber eine kleine Anekdote möchte ich erzählen.
1916, wie der Kaiser Karl, wo der Kaiser natürlich schon gestorben gewesen, der Kaiser Karl junger Kaiser gewesen ist, hat er die Dolomitenfront inspiziert. Und bei der Gelegenheit ist er unten in Kalitsch, meine Mutter ist ja von Kalitsch gewesen, ist er unten, also der Fleimstaler Straße entlang mit dem Konvoi herauffahren. Und meine Mutter ist damals, sie ist 1902 geboren, ist 14 Jahre alt gewesen, oder 13 vielleicht. Ein Gerät auf der Straße halt, denn das, und das hat sie halt so, das hat sie mit ihr mit 90 Jahren noch empfunden. Das ist vorbei, Fahrt des Kaisers, und dann hat er ausgewinkt in die Kinder, halt, das sind ja Chippe-Kinder natürlich, die ganzen Geschichten wahrscheinlich mitgegangen, die Eltern. Und das ist halt, das ist im ganzen Leben haften geblieben, und sie ist eine Gliede, der ist der Kaiserverehrerin gewesen. Ein Stammverlein? Nein, ich bin nicht verliehen. Ich bin zu jung. Bist du zu jung? Ja. Von Eltern oder Großeltern? Mein Vater ist nicht nie alt, sondern ja, so unter der Jure mit der Faktor gewesen. Aber er hat bei der Gründung sehr viel mitgeholfen, weil er hat eine enge Beziehung gehabt mit Amon und mit dem Kanonikus Gamper. Weil der Kanonikus Gamper ist ja praktisch auf der Ausschussliste gewesen und ist ja nach Rom oder nach Italien geflüchtet. Und der Kanonikus Gamper hat mit der Widerstandsgruppe, mit der deutschen Widerstandsgruppe, die das Attentat von Hitler verübt hat am 20. Juli 1944, haben sie von Zirkel oben die Pläne geschmiedet, um den Hitler zu entfernen. Und das war eine sehr, sehr heikle Angelegenheit, aber hat nachher sehr viel gebracht, weil die Amerikaner haben ja gesagt, mit der Südtirol und aus Nazi können sie nicht handeln. Und wenn die Depot gewesen waren, die Gegner, dann hätten sie ja die Volkspartei überhaupt nicht zugelassen. Die Sache ist folgendermaßen gekommen. 1942 sind 7 bis 8 Herren oben gewesen. Hotel ist schon zu gewesen, sie kann auch nicht aus Gamper kommen und Ramon und hat gesagt, ja, da möchten ein paar Leute kommen und das ist eine sehr heikle Sache und ich hoffe schon, dass wir da richtig sind und hat gesagt, ja, von mir aus, lieber beißen wir die Zunge, was das hier besucht. Obwohl danach, nach einem gescheiterten Attentat, hat mein Vater gesagt, das ist ein bisschen dilettantisch alles aufgezogen gewesen. Weil er scheinbar keine Ahnung gehabt, mit welcher Methode die Gestapo aus einem gewöhnlichen Gastwirt aus Südtirol etwas rausgezogen hätten, wenn er auch nicht gewollt hätte. Jedenfalls ist die Verschwörergruppe schon gewesen, es sind 14 da oben gewesen, die alle noch aufgehängt worden sind. Und da oben haben sie schon also diese Umsturzpläne geschmiedet, 42 auf 43. Und die sind alles Diplomaten gewesen, haben alle Diplomatenpässe gehabt und dann haben wir kein Reisen, wie sie gewählt haben, in Italien auch. Und dann gestaunt, die ganze Nacht ist das gegangen, 42, ich bin erst 15 Jahre alt gewesen, aber ich habe das alles mitgekriegt und meine Mutter hat gesagt, Schwein, bitte, sag nicht, ihr wisst alle nicht, und dann habe ich gesagt, um was es geht. Jedenfalls die Konsequenzen sind auch die gewesen, dass sie gekommen sind, dass sie Hitler dann mit umbringen, dass das Attentat am 20. Juli gescheitert ist. Und die Rückwirkungen haben wir aber noch sehr deutlich zu spüren gekriegt. Da hat etwas in der SS nicht geklappt, zum Glück. Und mit am 20. Juli ist das Attentat gewesen und am 14. August haben wir Heizung getan, hat es zu regnen gekommen und dann hat der Knecht gewesen, der Rechte damit. Und die haben es in der Stube gewesen, da kommt plötzlich eine Hesskompanie daher von unten auch. Und die haben das Haus umgestellt und mit Maschinengewehr und alles Mögliche. Und dann so ein schwarzer Bickflach, ob da ein Bergwanner wohnt, und dann gesagt, ja, er ist drin in der Stube, und dann haben sie rein. Und dann haben sie, also, mit Stiefel haben sie die Stubentiere eingestoßen, mit der Maschinenpistole in Anschlag und dann gesagt, rücken Sie den Herrn Gürtler heraus oder wir bringen Sie, stellen Sie alle an die Wand. Der Herr Gürtler war der Anführer gewesen von der Gruppe da, von Attentat und ist geflüchtet und da ist eine Million Goldmark, also wenn man sich das vorstellt, dann, so wie heute beim Hussein, der ganze kleine Theater,
Goldmark ausgesetzt bin auf der Ergreifung von Herrn Gürtel, und der ist aber noch in Schleswig-Holstein oben von der Flachhelferin verraten worden, und ob sie die Million kassiert hat, wahrscheinlich schon. Jedenfalls haben die in Gürtel gesucht und haben da eine falsche Information gehabt. Und nachher hat mein Vater hat sich blöd gestellt, normalerweise, und dann hat er gesagt, keine Ahnung, das ist nie umgekehrt. Ja, leben Sie auf dem Mond, oder was ist das überhaupt? Leben Sie auf dem Mond, haben Sie nicht gehört? Dann hat der Tata Führer gesagt, wir haben schon lange Zeit, um den Dolomiten nicht mehr reden, und die haben das nicht gehabt. Aber wisst ihr, ein bisschen nachher und wir zu viel, nicht? Und dann haben sie halt hin und her, und ob der Herr Gürtel noch nicht da ist, und dann hat er gesagt, nein, nie gehört. Der Name nie gehört, der war der Oberbürgermeister von Leipzig. Aber nicht beim Attentat, sondern früher. Und dann sagt er, das erste Mal sagt er, haben Sie auch Fremdenbücher oder so etwas, wie es in Italien Pflicht ist. Und dann hat der Vater gesagt, jetzt habe ich schon abgeschlossen mit meinem Leben. Weil in einem Fremdenbuch sind wir so ziemlich genau drin, und der hat eine ganz genaue Schrift gehabt, meine ich kann ja niemand lesen, denke ich. Und da sind die Attentäter da, sind alle, achte, sind die letzten, die im Fremdenbuch eingetragen worden sind. Und wenn sie die gesehen hätten, dann waren natürlich die Hosen zum Rausbinden. Aber der Monat da, der ist ja mit sehr Intelligenzquotient. Mit der Hand hat er den Namen zugehebt und hat die Buchstaben G gesucht, Gürtel. Und hat die ganzen Namen selber zugehebt und G ist ganz gewesen. Also war er noch nicht hier, hat er gesagt. Nicht? Mein Vater wird Oberbossig. Dann hat er gesagt, das Theater da, was ist mit dem Theater, da kann ich überhaupt nicht mehr raus. Und dann haben sie gesagt, jawohl, und wissen Sie nicht, und hin und her, und eine Million Gold machen. Das Haus ist umstellt, und wir haben ein Haus zu suchen, und so kommt kein Hunger, jetzt lass suchen, wo Welt da oben oder unten, das ist mir aber völlig wurscht. Inzwischen hat es ein Wetter gekommen, hat es geregnet, dann ist die ganze SS-Kompanie, ist in der Diele hineingewöhnt und hat mit zwei Lirnen geschächert und Schnaps gedacht. Das ist auch schon gegeben. Nicht? Und dann hat sie gesagt, haben Sie ein Gasthaus? Und dann hat meine Mutter nach oben Wasser gekriegt, und das ist eigentlich noch antinazistisch gewesen. Und dann hat sie gesagt, wir haben ja lange schon geschlossen, wir haben nicht. Wir, ja, machen Sie uns doch etwas nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, Sparen kann ich noch machen. Und allein haben sie weinen. Und dann hat die Mutter Sparen gemacht, und die Mutter hat mir gesagt, so etwas lebt sich bei Ihnen so oben nicht einmal die Fassen fressen. Was ich mir neu gekocht habe. Dann haben sie gestürkt und haben gesagt, das schmeckt auch nicht besonders. Ja, mehr auch nicht mehr. Der Vater hat einen Lebsauer getrunken, aber diese meine ich aber sehr dünn. Nicht? Ja, wir müssen schon nach Polen gehen. Nicht? Ja, gut, ja, also hier haben sie unsere Nummer. Und rufen sie uns in Bozen an, wenn Herr Gürtel kommt. Dann hat er gesagt, ja, was ist denn überhaupt? Nicht? Ja, der Oberbürgermeister von Leipzig. Dann hat er gesagt, da sind sie total auf dem falschen Weg zu dem anderen. Da. Der Oberbürgermeister von Leipzig hat doch der Rote, der ist ein alter Stammgast von uns, und doch der Gürtel, der ist sein Vorgänger gewesen, der ist schon seit 10 Jahren nicht mehr in Leipzig. Ja, kann man nicht wissen. Nicht. Und dann, hier haben sie unsere Nummer, rufen sie uns in Bozen an, die Dienststelle. Halten Sie ihn fest und wir kommen ihn abholen. Dann hat er gesagt, ja, Herr Müller, Herr Falten. Das ist das Intermezzo von der Widerstandsbewegung gewesen. Danke schön. Das war so tragisch, es gewesen ist, lustig dargestellt.